Hallo Freunde! Hallo, ich bin's, Heidi. Genau, das ist die Heidi. Zu Besuch bei Heidi heute. Und im Hintergrund haben wir noch Nachbarn, der stört ein bisschen mit Sägen. Aber da müssen wir jetzt durch, ja? Es ist kalt, der braucht bestimmt Kaminholz. Ja. Also ja. Es freut mich total, hier zu sein, weil ich war nämlich noch gar nicht hier in der Region. Wo sind wir denn hier? Was ist denn das hier für eine Gegend? Naja, wir sind ja eigentlich südlich von Lübeck. Wir sind aus Lübeck hier hingezogen und das ist zwischen Lübeck, Rheinfeld. Hamburg habe ich gesehen. Hamburg ist da nochmal so 40, 50, 60 Kilometer. Bin ich vorbeigefahren. Knapp vor der Ostsee, oder? Ja, halbe Stunde im Auto. Schade, dass ich so lange hierher gefahren bin. Das wollte ich nochmal einen Abstecher machen. Genau. Ja, also, warum bin ich heute hier? Weil du hast einen Stall von mir. Und genau. Ein super Gehege und das hatte ich schon mal angekündigt in einem meiner letzten Videos oder bei Instagram, dass ich bei dir filmen möchte. Warum? Weil diese Art Gehege habe ich so noch nicht gefilmt und deswegen müssen wir das jetzt hier mal den Leuten da draußen zeigen. Ne? Am besten, super. Wir gehen mal direkt da rein. Genau. Ich gehe mal vor. Und das ist ja jetzt hier komplett aus Aluminium gebaut. Stimmt's? Genau. Das ist maßgeschneidert. Wir wollten ein großes Gehege mit Dach oben drüber und ein kleineres, in dem normalerweise eine Wiese wächst, damit die Kaninchen auch Grünzeug und so weiter haben. Ja. Wir sind erst im August hier hingezogen, deshalb ist das alles noch nicht so ganz perfekt, aber wir sind am Bauen. Also für das ihr erst im August hergezogen seid, sieht es für mich sehr perfekt aus, wenn ich überlege, wie lange ich schon an mein Gehege baue. Ja, genau. Ja gut, wir haben das in Auftrag gegeben und dann selber aufgebaut. Also es ist maßgeschneidert. Ich ja, das sind jetzt hier einzelne Profile und die werden ineinander gesteckt, so wie es aussieht, oder? Genau, ganz genau. Und hier hat es nicht ganz gepasst, oder? Ja, frag mich jetzt nicht. Also das sind, wie gesagt, mein Mann und Freunde haben das aufgebaut. Ich kann das nicht genau sagen. Wie lange habt ihr gebraucht für den Aufbau? Wir haben richtig lange gebraucht. 3 Tage mindestens und sich einen Tag nur damit beschäftigt, das erstmal zu verstehen. Es hieß eigentlich, ist es ganz einfach zu verstehen. Es ist auch toll zugesägt und tolle Beratung, aber die Anleitung war so ein bisschen eher ein Kunstwerk als eine Anleitung. Und ihr habt ja jetzt hier oben Draht und Blech. Genau. Hat das einen Hintergrund? Ja, genau. Wolltet ihr das auch? Genau, wir wollten es einmal regengeschützt haben für das Blech. Ja. Und es soll ja auch eigentlich mit dem Gefälle dann da ablaufen. So. Und den Draht, um einfach, falls wir das Blech da mal abnehmen, dass da keine Wildvögel reinkommen. Und überhaupt, weil man hat ja durch das Blech, hat man ja hier oben diese Öffnungen, ja. Und die müsste man eh irgendwie sicher machen, genau, dass da keine Mattern durchkriechen. Genau. Weil das sind ja so 3 cm, ne? Ja, und wir haben ordentlich Tiere, die hier durch den Garten huschen. Also von daher, das müsste wirklich absolut sicher sein. Also es ist richtig aus dem Volierenbau. Wir könnten hier auch Papageien reinsetzen oder so. Verrätst du uns auch den Preis? Weil das wollen bestimmt die ganzen Zuschauer wissen, was sowas kostet. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe 4.000 Euro bezahlt. 4.000 Euro? Ja, das war schon vielleicht auch 4.500. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, muss ich ehrlich sagen. Aber es war, ich glaube, 4.500. Aber ich meine, wer jetzt die Preise von so Aluminiumprofilen kennt, und ich kenne die, das ist normal. Also es ist ja ziemlich groß. Ja, wie groß ist das? Das hier ist 4x5 und das andere 3x6 Meter. Also 4x5 sind ja 20. Genau. 3x6? 18. 18, also zusammengerechnet? 38. Mehr als mein Gehege. Wahnsinn. Ja, ne? Ja, das sieht halt jetzt hier, weil das 2 Bereiche sind, halt dein Haus. Und wieso hast du jetzt 2 Bereiche? Wieso ist das genau, so? Also ich wollte unbedingt, dass die Tiere auch an Grün drankommen können. Also? Und deshalb wirklich auch eine Wiese haben, die durch Regen gewässert wird. Und das andere sollte halt trocken sein. Und klappt das mit dem Grün? Naja, dafür, dass wir es einmal angelegt haben schon, wird natürlich jetzt im nächsten Jahr dann irgendwie nochmal neu gemacht werden. Eigentlich war es auch andersrum geplant, muss ich ganz ehrlich sagen, dass hier eine große Wiese ist. Okay. Da überdacht. Das ist dann aber, als die Steine gelegt wurden, hat das derjenige verdreht und dann war es einfach so. Und du hättest ja die Möglichkeit, eigentlich, hat man vorhin schon drüber geredet, dass deine Kaninchen hier eine wahrscheinlich 300 Quadratmeter große Wiese nutzen, ja, oder noch größer. Genau. Aber machst du nicht, ne? Nein, wir haben Wildkaninchen, da würde hier wahrscheinlich Nachwuchs ohne Ende sein. Wir haben viele Katzen, viele Wildtiere und die eigenen Hunde, glaube ich, würden auch dann ein bisschen durchdrehen. Stimmt, du hast ja eine Hunde, was machst du nochmal? Ich mache Rettungshundearbeit, habe 6 eigene Hunde oder wir haben 6 Hunde und das ist ganz toll, dass wir die hier mit reinnehmen können. Das ist dann entspannt, aber wenn die draußen rumlaufen würden. Ach, die Hunde gehen hier rein und tun den Kaninchen nichts. Okay, und wie reagieren da die Kaninchen? Die Nase an Nase, kein Problem. Also einen Hund tue ich nicht hier rein, der würde sie packen und wegtragen. Aber die anderen, die sind dann ganz entspannt. Sehr schön. Hier, aber nicht draußen, ne? Also mit Wildtieren. Okay. Da würden die jagen. Ne? Also von daher. Komm, wir gehen mal da rein. Ja, ich muss von der anderen Seite. Ach so. Mach dich jetzt einmal zu. So, jetzt sind wir hier bei den wahrscheinlich größten Kaninchen und das älteste, so wie es aussieht. Ja, oder? Das ist um knapp 5 Jahre. Mowgli. Der Mowgli und daneben? Nee, eine sie.
Wie ist daneben die? Ist eine Sie, der Mokli ist der Große, das ist Milo. Genau. Insgesamt hast du 6 Kaninchen, ja? 6 Stück, genau. Also hier haben wir schon mal 3, das sind und ja alles so Mischlinge, sie ne? Sie hat 4 Junge gehabt, das hier ist ein junges Mädchen von ihr. Okay. Und die anderen 3 sind leider alle im Laufe der Zeit verstorben. Wir gehen davon aus, dass das eine Inzucht war, dass das Geschwister waren. Wie gesagt, die sind im Wald gefunden worden, eingefangen worden vom Tierheim. Und haben dann 2 Tage später dann den Nachwuchs. Und der ja sieht ja gar nichts. Sind ja die Ohren nein, komplett über der die Augen. Ist tatsächlich, nein, der sieht. Also, das sind immer seine Ohren davor. Ja, ich meine ja die sehr Ohren. Alt, gefreut, über jeden Tag, dass den er noch lebt. Das ist ja wahrscheinlich einfach nur so ein Bereich, wo die auch buddeln können, ja? Ja, da sind eigentlich Holzstäne drunter. Aber du siehst das Problem, hier hat es reingeregnet und deshalb habe ich das Zeug da drüber gelegt. Das ist eigentlich, also im Sommer war das, ich glaube, ich nehme die Kamera, das. Ein ganz toller Bereich so mit anderen Untergründen. Da siehst du die Holzstellen unten drunter. Und das fand ich auch toll. Und das werden wir auch im nächsten Sommer, denke ich, wieder machen. Ja, im Winter ist es halt immer ein bisschen besser. Einfach, im Moment ist es doof. Ne? Also das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Nachteil, wenn das Gehege komplett offen ist. Ja, aber du hast ja jetzt durch den Stall von mir, hast du jetzt ja so eine gewisse Schutzzone. Denke ich auch. Das war ja auch der Gedanke, dass wir das halt so machen. Ich zeige euch das gleich noch im Detail. Ja, wir gucken erstmal hier hinten noch die Häuschen an. Die sehen ja auch gut aus. Sind die für Kaninchen gedacht, ja, oder? Nee, für Katzen. Eigentlich für Katzen, aber auch viele Kaninchenleute kaufen die wohl. Und ja, weil das Häuser sind, die auch wenigstens mal eine Größe haben, die halt so einigermaßen passend ist, ne? Weil die meisten Kaninchenhäuschen sind halt einfach zu klein. Und so ein Katzenhaus ist halt dementsprechend so, wie es eigentlich sein sollte, nach meiner Meinung. Ja. Dass sie auch 2 Kaninchen locker drinnen Platz haben. Genau, die sitzen da zu 2, zu 3 manchmal drin. Das ist jetzt relativ neu, dass sie die auch nehmen, aber ja. Schöne Heuraufe hier. Ist die extra, ist das extra so gedacht für das Heu? Ist gedacht, ja, ist so gedacht. Da sitzen sie auch oft drin und fressen. Genau. Ja, also sind wir jetzt schon durch, ne? Und jetzt kommen wir hier zu deinem neuen Schmuckstück. Bist du genau, zufrieden? Das ist ein riesentoller Stall. Ich freue mich sehr, dass der da ist. Und wir haben 4 Leute, also mit mir noch 3 gebraucht, um den jetzt hier reinzutragen. Also 3 Module insgesamt. Das sind jetzt 2 Standardmodule übereinander gestellt und der Unterbau, der ist jetzt so neu. Den werde ich aber serienreif in dieser Art bauen. Hättest du gedacht, dass es so schwer ist oder wie hast du das vorgestellt? Das hätte ich nicht gedacht und du siehst ja auch, ich war schlecht vorbereitet mit der Tür da hinten. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja so passiert. Groß ist. Wir mussten halt den Stall hochheben über den Kopf, weil wir nicht durch die Tür gekommen sind. Ja, das ist ein super tolles Möbelstück hier. Ja, also zu zweit hätten wir nicht hochheben können, also zu viert geht das mal, kann man das machen und wir müssen ja auch ein Stückchen hinterlaufen. Ja, und das ist halt so schwer, dass das halt übereinander steht und dann halt auch nicht verrutscht. Also das muss man nicht verschrauben, das hält einfach so. Ne? Ja, also das kennt ihr jetzt ja schon. Der einzige Unterschied zu meinen vorhergehenden Stellen ist ein kleines Detail, nämlich diese Leiste. Die habe ich jetzt komplett bis hier hoch gemacht. Das hat einfach nur optische Gründe. Vorher war das halt hier. Ja, jetzt sieht es insgesamt optisch noch ein Tick schöner aus, finde ich. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch verbessern könnte. Ich bin ja jetzt mittlerweile wirklich in der Serienproduktion. Und das andere kennt ihr ja auch alles. Man kann das jetzt hier ganz normal aufmachen. Hier sind Wannen drin, die man hier unten entnehmen kann, wenn man dieses Brett aufmacht. Und hier an der Seite sind diese Verbindungstunnel. Da gibt es halt hier unten noch die Möglichkeit, dass die Kaninchen über diese Rampe, bisschen dunkel gerade, aber hier gibt es eine Rampe und da können die auf die unterste Ebene. Und da können sie einfach runterspringen. Und hier gibt es dann auch nochmal eine Rampe, die oberste mit der untersten Etage verbindet. Und nach speziellen Wunsch, das ist halt eine Option, aber du wolltest das haben, gibt es nochmal von außen einen zweiten Eingang, der direkt in die unterste Etage führt. Genau. Also ich habe festgestellt, ich baue gerne immer mal wieder irgendwie was um, weil die unglaublich gerne klettern und hoch und runter laufen. Und dass auch sobald man anfängt, was umzubauen, ja sofort da sind und gucken, was habt ihr da umgebaut. Deshalb habe ich jetzt gerade mal die Rampe einfach auf diesen Klotz gestellt. Und das ist auch gut so. Und füße vielleicht mal wieder runter oder machen eine Verbindung hier zu einem Häuschen oder was auch immer. Die sind einfach sehr, ja, sehr gerne. Nee, ich finde die Idee mit dem Klotz super, hatte ich ja vorhin gesagt. Man kann das die Rampe in der Neigung beeinflussen, indem man da halt noch was drunter stellt, dass es halt flacher ist. Aber das würde auch funktionieren, wenn das 45 Grad Winkel hat. Die Kaninchen gewöhnen sich so schnell dran, die brauchen eigentlich die Rampe gar nicht auf die Höhe, würden die auch so reinspringen notfalls. Und wenn da einfach eine Schräge ist mit diesen Leisten drauf, Einsatz, dann sind die da drin. Das sehe ich bei mir auch zu Hause, das funktioniert tadellos. Ja, also dein Gehege, muss ich sagen, ist sehr, sehr stabil. Der Vorteil von dem Aluminium ist natürlich, das geht nie kaputt, ja. Du wirst wahrscheinlich nie ein neues Gehege brauchen. Ich hoffe. Und es ist wirklich sehr robust. Ist natürlich ein stolzer Preis, klar. Aber dafür hast du ja auch ein großes Gehege.
Genau, das war uns wichtig, dass es wirklich auch ein bisschen schön aussieht. Das ist irgendwie, wir wohnen hier ganz schick, dass es irgendwie auch nicht ganz doof aussieht. Und vor allem mit dem Wind, manchmal ist hier echt ein ordentlicher Wind. Das ist alles auch wirklich richtig Blechdach oben drauf. Ne? Genau. Genau. Und da könntest du jetzt hier hinten, habe ich ja vorhin schon gesagt, da hinten noch die Wand irgendwie verkleiden von außen. Sicherlich noch als zusätzlichen Windschutz. Ja. Und dann ist das aus meiner Sicht ein perfektes Gehege. Ja, es fehlen noch so ein paar Innensachen, aber da sind wir ja. Ja, zum Buddeln hast du ja hier eigentlich diesen Bereich, hast du ja gesagt. Ne? Ja, aber. Weil das ist das, was eigentlich die Kaninchen am liebsten machen. Ganz genau, ganz und genau. Das ist bei dir alles vorhanden. Ja. Für 6 Kaninchen mehr als ausreichend. Das stimmt. Ja. Und selbst wenn dann noch 10 dazukommen würden, immer noch perfekt. Heidi, es hat mich sehr gefreut, dass wir dein Gehege jetzt mal begutachten konnten. Ja, ich denke, ihr findet es auch ganz toll. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet mit diesen Aluminiumprofilen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich mache mich wieder nach Hause, ja, auf einem Heimweg, weil 5 Stunden muss ich fahren. Vielleicht hast du noch einen Kaffee? Wir trinken natürlich noch einen Kaffee, das ist klar. Das wollte ich eh noch fragen, ob ich noch einen Kaffee kriege. Ja, klar. Ja. Ja, vielen Dank, super. Ich freue mich sehr und ich schicke mal ein Bild oder ein Video, wie unbedingt Tiere dann da reingehen. Das wird ja sicherlich heute Morgen passieren. Genau, in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Tschüss. Jörg und Heidi. Heidi.